Hallöchen, liebe Freunde, willkommen zurück hier beim wohl letzten Part von Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Wir befinden uns in eben erwähnter Kammer des Schreckens und sind wohl nun am Ende angelangt. Und das hier wird der finale Bosskampf werden. Ja, 21 Parts hat das Ganze nun gedauert. Und ich fühle mich nicht mal ansatzweise bereit. Denn unsere ganzen Zauber sind irgendwie noch nicht weiterentwickelt und so weiter. Naja. Let us see, meine Freunde. Oh shit! Da ist Ginny! Ich hoffe, sie ist nicht... Ich hoffe, dass sie noch nicht abgemurkst wurde. Ginny, bitte wach auf! Ja, sie wird nicht aufwachen, aber sie lebt noch. Tom Riddle? Bist du ein Geist? Ich bin eine Erinnerung. 50 Jahre lang habe ich in einem Tagebuch aufbewahrt. Hä? Was? Schnell, wir müssen Ginny hier rausbringen, bevor der Basilisk kommt. Er kommt erst, wenn er gerufen wird. Außerdem werden wir jetzt nicht gehen. Ich habe lange darauf gewartet, mit dir sprechen zu können. Möchtest du nicht wissen, was mit Ginny passiert ist? Sie hat nach diesem Tagebuch ihr Herz... Sie hat in diesem Tagebuch ihr Herz ausgeschüttet und... Ein Herz war genau das, was ich brauchte. Sie schrieb und schrieb, und ich schrieb zurück. Ihre Geheimnisse machten mich mächtig. Dann habe ich sie mit meinen Geheimnissen gefüttert, um die Kontrolle über sie zu erhalten. Ja, das ist echt krass, ne? Wenn man so denkt, dass das eigentlich ein Horcrux war und wenn man so guckt, was die Halskette mit Ron und Harry so angestellt hat. Holy shit, da will man nicht wissen, was so ein Tagebuch mit Ginny gemacht hat, ey. Hä, was meinst du damit? Yo, Harry, du bist echt ein dummer Typ, ne? Die Narbe hier war anscheinend von so einem Schlag auf den Kopf mit einem Holzstecken oder so. Ginny hat die Kammer des Schreckens geöffnet und den Basilisk befreit. Sie hat auch die Nachricht hinterlassen. Allerdings wusste sie nicht, was sie tat. Aber sie wurde misstrauisch und wollte das Tagebuch loswerden. Ich war so froh, dass du es gefunden hast. Dann habe ich dir gezeigt, wie ich Hagrid erwischt habe. Alle haben mir geglaubt, außer Dumbledore. Er ließ ihn als Wildhüter nach Hogwarts zurückkehren. Dumbledore hat mich genau im Auge behalten. Deshalb konnte ich die Kammer nicht mehr öffnen. Ich beschloss, all meine Erinnerungen in ein Tagebuch zu schreiben, damit eine andere eines Tages Slytherins edles Werk vollenden könnte. Nun, daraus ist wohl nichts geworden. Keiner ist gestorben. Wenn der Alraunentrank fertig ist, werden auch die, die versteinert werden, wieder gesund. Schlammblüter interessieren mich nicht mehr. Du bist mein neues Ziel. Als Ginny mein Tagebuch besaß, hat sie mir geschrieben, dass du auf der Spur des Erben warst. Sie hat alles über dich und Lord Voldemort aufgeschrieben. Ich hatte sie in meiner Gewalt und ließ sie also eine letzte Nachricht schreiben und kam hier herunter. Ich wusste, dass du kommen würdest. Ich möchte wissen, wie du es geschafft hast, den größten Zauberer aller Zeiten zu besiegen. Woher weißt du überhaupt von ihm? Voldemort kam nach deiner Zeit. Voldemort ist meine Vergangenheit, meine Gegenwart und meine Zukunft. Ich habe mir diesen Namen schon vor langer Zeit zugelegt, als ich noch sehr jung war, um anderen Angst zu machen. Ach echt? Um anderen Leuten Angst einzujagen? Hast du dir den Namen Voldemort gegeben? Du siehst also, ich bin Lord Voldemort, der Name, von dem ich wusste, dass ihn eines Tages jeder kennen würde. Das bist du nicht, der größte Zauberer der Welt ist Albus Dumbledore. Wir werden sehen, zweimal in deiner Vergangenheit, in meiner Zukunft sind wir uns begegnet. Wie hast du überlebt? Ich weiß, warum du mich nicht töten konntest. Meine Mutter ist gestorben, um mich zu retten. Ja, das ist ein mächtiger Gegenzauber, es ist also nichts Besonderes, was an dir, nicht wahr? Das werden wir noch sehen. Oh nein, mein Zauberstab ist verschwunden. Ha, du meinst den hier? Okay, what the fuck? Was war das? Fox! Und das ist der sprechende Hut. Ist das alles, was Dumbledore seinem Verteidiger schickt? Ha! Sprich zu mir, Slytherin, größter der vier von Hogwarts. Oh shit. Und da ist der Basilisk. Töte ihn! Oh damn. Ja, da werden ihm die Augen kaputt gemacht, ne? Lass den Vogel! Schnapp dir den Jungen!
entsprechender Hubbitte hilft mir. Ja, jetzt sieht ein Schwert raus. Das habe ich auch immer so dumm gefunden. Also eigentlich ist der zweite Teil von Harry Potter der unlogischste Teil, ne? So eine 20 Meter hohe Schlange, die alles zerfleischen kann, mit einem Schwertchen besiegen und so, ne? Das ist so dumm, ey. Godric Gryffindors Schwert! Und jetzt kämpfe ich mit dem Schwert gegen dieses Ding, ne? Oh mein Gott. Okay. Was haben wir denn für Kartenangriffe? Ich baller alles raus jetzt. Explosionsfluch. Fügt den Gegner erheblichen Schaden zu, aber Vorsicht, auch die Gruppe selbst kann geschädigt werden. Schutz. Harrys Haut wird weniger verletzlich. Giftabweiser. Ein Gruppenmitglied kann nicht mehr durch Gift geschädigt werden. Doppelte Magie. Harrys Magiepunkte werden verdoppelt. Ja, das bringt mir hier nichts. Stinkkraut. Gesundheit aufladen. Alle Gruppenmitglieder holen sich von einer Vergiftung. Okay. Giftabweiser werde ich mal einsetzen. Weil die böse Schlange kann doch schon sehr gemein sein, ne? Bam, 21 Damage, GG. Hä? Warum hat er trotzdem Gift-Damage bekommen? Weil er schon vergiftet war? Oder wie? Alle Gruppenmitglieder erhalten neue Kraft. Okay, ja, egal, komm. Wir greifen einfach mal an mit dem Schwert. Kling! Boots! Okay, wir können Angriffe, Kartenangriffe und Items einsetzen. Das sollte eigentlich machbar sein, weil ich sehe gerade, der Basilisk macht nicht so krassen Damage, wie zum Beispiel Voldemort im ersten Part. Vor allem, wenn er noch dazu verfehlt, aber ich habe gerade auch verfehlt. Dammit! Aber, Fox ist gerade, ne? Wie viel Leben hat eigentlich Fox? Oh, shit. Ja. Wir holen mir mal beide von der Vergiftung. Ich glaube, Harry wurde nicht mal vergiftet wegen einem Zauber. Ja. Schauen wir mal. Ich hoffe, dass Fox noch eine Runde überlebt. Ich will nämlich nicht alleine gegen den Jungen kämpfen. Hä, das Gift wurde gar nicht... What the fuck? Diese Kartenangriffe sind ja übelst für den Arsch. So, alle Gruppenmitglieder erhalten neue Kraft. Kann ich das mal einsetzen? Bitte? Hat das was gebracht? Irgendwie nicht, ne? Oh, Fox hat noch 170. Wow. Fox ist gleich fucking tot. Kann ich bitte? Du kannst es nicht jetzt verwenden? Ich kann Fox nicht heilen? Oh mein Gott, okay. Ja, dann muss ich wohl mit dem Schwertchen angreifen und verfehlen. Mal wieder. Oh nein, gleich wird Fox sterben. Oh, aber er geht auf mich, okay. Junge, mach mal Damage! Was ist mit dir? Schon dreimal verfehlt! Du Spacko, Alter! Okay. So. Dann mache ich halt diesen beschissenen Basilisk alleine tot, Mann. Oh Gott. Schon wieder Vergiftung. Okay, ich glaube, aber das Gift kann sich nicht stacken. Ey, Harry, du bist so ein Schwachkopf, ne? Kannst du überhaupt was? Okay, der Basilisk hat noch wenige Leben. So, Kartenangriff. Wisst ihr was? Wir machen mal den Schutz. Was auch immer diese Animationen sind, ey. What the fuck? Und jetzt machen wir mal die Explosion, oder?
Yo, Explosionsfluch, Freunde. Bam! Holy shit, okay. Ein Draco-Meteor droppen wir. Oh, ich habe aber auch massiven Damage gefressen, ne? Beziehungsweise 20 geht eigentlich, aber ist okay. Yo, das Interface ist gerade am Eskalieren. Alles geht gerade kaputt. So, Harry, greif an. Ich glaube, noch 3 Treffer und dann ist die blöde Schlange kaputt, ne? Oh je, wie viel Damage macht das? Nice. Hey, Harry. Jedes Mal, wenn ich denke, GG. Ja, mit permanentem Heilen, ne? So, von wegen Naslock und so. Mit permanentem Heilen ist es natürlich keine Herausforderung. So, und jetzt töte diesen beschissenen Basilisk, Alter. Kannst du das jetzt machen? Bam. Oh mein Gott, Harry, du bist so ein Opfer. So ein Opfer. Das könnte sogar mit Items knapp werden, weil Harry die ganze Zeit verfehlt. Bam. Dankeschön, Mann. Ja, genau, Alter. Weißt du, so eine Tonnenschlange kommt auf dich drauf und du stößt mal kurz das Schwert durch, ey. Okay, wir haben es geschafft. Mit ziemlich allen Tränken, die wir hatten. Er hat mich gebissen, mein Arm ist gebrochen. Ich kann das Gift spüren. Danke, Fox, du warst klasse. Tja, das war's, Potter. Selbst der dumme Vogel weint. Nein, mir geht schon besser. Yo, ich bin geheilt. Das hatte ich ganz vergessen. Phönix-Tränen haben heilende Kräfte. Das Tagebuch. Macht nichts, Potter. Ich habe ja auch noch deinen Zauberstab. Und ich habe Godric Gryffindors Schwert. Nicht schon wieder. Yo, das war's. Bye, Tom Riddle. Oh, wo bin ich? Yo, Ginny. Du Snitch. Du hast fast ein paar Leute gekillt mit der Schlange da drüben. Yo, es ist alles gut übrigens. Oh, Harry. Ich alleine habe das alles gemacht. Was? Tom Riddle hat mich dazu gebracht. Ja, das wissen wir bereits. Yo, Harry, willst du nicht noch die Schlange nach Bildkarten absuchen oder so? Oder das Gesicht? Harry, Ginny, ihr seid in Sicherheit. Lasst uns von hier verschwinden. Halt durch, Fox. Was? Halt durch, Fox wird uns nach oben bringen. Yo. Phönixe sind einfach awesome Viecher. Ich wünschte so sehr, dass es Phönixe in echt gibt, Mann. Das sind so tolle Tiere. Oder Wesen. Harry, was ist passiert? Der Basilisk ist tot. Tom Riddle war der junge Voldemort. Ich habe ihn auch erledigt. Yo, ich habe mal den Basilisk alleine gekillt. Ne, nachdem wir den Bergtroll im ersten Part gekillt haben und auch Voldemort da. Ich bin einfach der Auserwählte, Alter. Was ist ein Basilisk? Wer ist Tom Riddle? Und wer bin ich eigentlich? Was mache ich hier? Ist das eine Mädchentoilette? Der Vergessenszauber ist nach hinten losgegangen. Er hat sein Gedächtnis verloren. Tja, da weiß er jetzt nicht mehr, wer er ist. Wenigstens redet er nicht mehr andauernd über sich selbst. Aber ein Idiot ist er trotzdem noch. Ginny, du lebst ja immer noch. Ich habe immer gehofft, du würdest mit mir als Geist etwas Gesellschaft leisten. Yo. Ginny, ich hoffe, du stirbst. Nice. Was für ein nettes Kompliment. Sieh nur, Fox will uns irgendwas zeigen. Wir sollten ihm folgen. Professor McGonagall. Da seid ihr ja alle. Sieht ganz so aus, als hättet ihr Ärger gehabt. Was ist mit Professor Lockhart los? Er hat sein Gedächtnis verloren. Habe ich das? Habe ich völlig vergessen. Gilroy, komm mit mir in den Krankenflügel. Professor Dumbledore wartet in meinem Büro auf euch, Kinder. Also weiß die ganze Schule schon quasi, was lief. Mom, Dad!
Ginny! Yo! Familien zusammentreffen und die Musik vom Anfang. Ey! Ah! Wup, wup, wup. So, es fing alles damit an, dass Ginny dieses Tagebuch geschrieben hat. Es gehörte Tom Riddle. Der zu Voldemort wurde. Er hat die Kontrolle über sie gewonnen. Ich habe das ganze Jahr über geschrieben und er hat mir zurückgeschrieben. Er war mein kleiner Brieffreund. Ginny, ich habe dir immer gesagt, du sollst nie etwas trauen, das selbst denken kann, wenn du nicht sehen kannst, wo es sein Hirn hat. Yo, der Dumbi ist auch da, Mann. Dumbledore. Und der Professor. Wir sollten Ginny in den Krankenflügel bringen. Sie wird nicht bestraft. Er hat sie unter seiner Kontrolle gehabt. Naja. Danke, Professor Dumbledore. Sie sollten Ginny begleiten. Harry, bleib du bitte noch hier. Ich möchte mit ihr sprechen. Oh shit. Ich habe euch beiden gesagt, ich würde euch von der Schule verweisen, falls ihr noch einmal gegen die Regeln verstoßen solltet. Yo, Dumbi! Was ist mit dir gerade passiert? Ich habe gerade fucking Tom Riddle besiegt und in die Kammer des Schreckens gekillt. So, ne? Den Basilisk darin. Unter diesen Umständen gilt das jedoch nicht. Ihr werdet eine besondere Auszeichnung für die Verdienste erhalten. Oh, sie sind zurück, obwohl sie beurlaubt wurden. Die Schulräte haben mich gebeten, zurückzukehren. Sie haben beschlossen, ihre Drohungen, ihre Familien zu verfluchen. Aber, what? Malfoy hat damit gedroht, er würde die Familien verfluchen? Hagrid ist auch wieder im Amt. Yo! Das wusste ich gar nicht. Hat Malfoy den Schulräten damit gedroht, ihre Familien zu töten? Oder zu verfluchen? Dann haben sie den Angriffen ein Ende bereitet. Wer war der Schurke? Es war Voldemort. Er hat mit seinem Tagebuch die Kontrolle über Ginny Weasley übernommen. Dobby hat das Tagebuch schon vorher gesehen, Harry Potter. Oh, böser Dobby! Ja, das hat nämlich der gute alte Malfoy der Ginny untergejubelt, als sie in der Winkelgasse mit dem Kessel dastand, ne, und er ihr die Bücher geklaut hat. Zum Glück ist jetzt die Wahrheit ans Licht gekommen. Stellen Sie sich die Folgen für Arthur Weasley und sein Gesetz zum Schutz der Nichtmagier vor, wenn, wie hätte das Ginny... Möchten Sie nicht wissen, wie Ginny zu diesem Tagebuch gekommen ist, Mr. Malfoy? Warum sollte mich sowas interessieren? Weil sie es ihr gaben. Bei Flourish and Blots haben sie das Buch in ihren Kessel gelegt. Beweis es. Oh, keiner wird das können. Sollte noch irgendwas aus Tom Riddles Besitz hier in Hogwarts auftauchen, wird Arthur Weasley die Spur zu ihnen zurückverfolgen. Komm, Dobby, wir gehen. Ich habe hier etwas für sie. Du gibst Tagebuch in der Socke. Müsste es eigentlich nicht die Socke im Tagebuch sein, aber in Ordnung. Hä? Bah! Was soll ich mit diesem vergammelten Ding? Komm, Dobby! Meister hat Dobby eine Socke geschenkt! Dobby ist frei! Du hast mal meinen Diener gestohlen! Verdammter Bengel! Sie werden Harry Potter nicht wehtun! Sie werden jetzt gehen, ja, vor allem weil fucking Dumbledore daneben steht, Alter. Harry Potter hat Dobby befreit. Das war das Mindeste, was ich tun konnte. Heute findet ein Fest statt. Der Alraunentrank ist zubereitet. Alle werden kommen. Aber bevor wir zum Festessen gehen, möchte ich dir noch etwas geben. Eine Bildkarte, Alter. Ich dachte, jetzt kommt so der Elderstab oder sowas, aber nö. Die neue Harry Potter Bildkarte berühmter Hexen und Zauberer. Vielen Dank, weil auch das alles ist, an was ich denke, nachdem ich gerade fucking Voldemort besiegt habe. Tja, und da ist anscheinend Hermine schon wieder geheilt, meine Freunde.
Ah, schön. Und ich glaube, das war es tatsächlich auch mit dem zweiten Teil. Yo, diese Spiele kamen mir immer sehr viel länger vor, als ich klein war. Aber man muss ja auch dazu sagen, wir haben ja nicht mal annähernd alle Sachen gemacht, ne? Wir haben weder alle Zauber freigeschalten, noch haben wir irgendwie die krassesten Items gehabt, noch haben wir wahrscheinlich alle Nebenquests gelöst, noch irgendwie das ganze Schloss erkundet und so weiter. Als Kind habe ich das alles gemacht, Leute. Aber, ihr müsst euch mal vorstellen, wir haben das gesamte Let's Play über nicht gelevelt. Wir sind einfach so durchgerannt und haben ab und an mal, wenn wir gerade Kohle hatten, das ein oder andere Item gekauft, so, mehr aber auch nicht. Und wir sind mit, ja, Biegen und Brechen, mit ein bisschen, ne, mit ein bisschen Items spammen, mit ein bisschen Bildkarten raushauen, sind wir durchgekommen, ohne ein einziges Mal zu sterben, so. Außer, naja, in der Winkelgasse da, ne, beziehungsweise, warte mal, war es in der Winkelgasse? Wo war das denn? Wo war dieser, war das bei Gringotts oder, ich weiß nicht mehr, irgendwo sind wir instant gestorben, fast, oder? Ja, auf jeden Fall, bis auf einmal sind wir relativ solide durchgekommen. Und deswegen ist es ziemlich einfach. Stellt euch mal vor, wir hätten gelevelt und wir hätten vor allem diese krassen Sachen uns geholt. Das hätte dann wohl, das wäre dann wohl richtig hart eskaliert. So. Ja, triff Dobby, Level 33. 8,5 Stunden haben wir gebraucht, um das Spiel durchzuspielen. Das ist echt nichts, meine Freunde. Lass mich ganz kurz mal gucken. Ich glaube nämlich, das Spiel beginnt jetzt einfach von neuem, oder? Einen Moment. Ups, ich mache mal hier so ein Save, damit wir das haben. Boots. Ja. Wir beginnen quasi einfach mit Level 33 nochmal. Aber das wollen wir nicht. Denn, ja, das war's. Auch mit diesem Teil von Harry Potter. Wow, also diese Spiele flutschen durch wie nix, ne? Die sind richtig, richtig schnell. So 8 Stunden hat man die durchgespielt, wenn nicht sogar noch schneller. Ne? Wir haben ein Let's Play. Normalerweise macht man kein Let's Play. Aber ja, cool. Das war's mit Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Vorerst für die Gameboy-Teile. Ich weiß nicht, ob ich den dritten Teil auch noch spielen werde. Da meinten einige, jo, der soll mega gut sein. Der soll nochmal eine Schippe drauflegen, so. Wie fandet ihr das Let's Play? Fandet ihr den zweiten Teil besser als den ersten oder fandet ihr den ersten cooler? Ich finde die Zauber aus dem zweiten Teil tatsächlich cooler. Vor allem hier der Verdemilaus, der aussieht wie fucking Avada Kedavra. Man kann halt auch einen Expecto, hier. Nicht einen Expecto Patronum, einen Expelliarmus kann man machen und so. Ne, also theoretisch haben wir noch nicht mal die Hälfte aller Schüler herausgefordert. Es geht ja bis zur 8. Klasse. Und wir haben, glaube ich, haben wir die 4. Klasse? Ich glaube, wir haben die 4. Klasse, haben wir noch besiegt, ne? Glaube ich. Aber wir haben, da kommt noch so viel dazu, so viele Zauber, so viele Level und Stufen und so weiter. Also eigentlich muss man das Game wirklich zweimal durchspielen, wenn man alles gesehen haben will, so alleine von den Leveln her und so, ne? Aber für uns reicht es eine Mal, weil das zweite Mal die Story zu machen, wäre ja auch irgendwie unsinnig, ne? Aber, meine Freunde, wie gesagt, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir dann hoffentlich endlich mal die PS2-Teile sehen. Denn, die würde ich mir ganz gerne mal jetzt runterladen. Beziehungsweise mal schauen, wo ich die herbekomme. Naja, ich habe alle Spiele hier im Regal, ne? Warte mal, Leute. Ich zeige euch das ganz kurz. So. Ne? Nur damit mir da keiner irgendwie was erzählen kann. Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Für die PS2. Mal gucken, wie ich das auf dem PC bringe, um es euch zu zeigen. Das, meine Freunde, das hier und der kommende Teil, der dritte Teil, sind in meinen Augen die besten Harry Potter Spiele ever. Ihr könnt es euch so vorstellen. Seht ihr das da unten? Es ist sowas wie GTA, nur in Harry Potter.
Also es ist mega awesome, Freunde. Ich hoffe, dass ihr auch dann wieder dabei seid. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein, meine Freunde. Noch ein letztes Mal Tülü aus Harry Potter und die Kammer des Schreckens für den Gameboy. Wir sehen uns bei kommenden Projekten. Euer Sephiroth.